seit dem letzten Mal nicht mehr live gewesen, aber ich glaube, es könnte. Ich kann das gar nicht mehr. Mal gucken. Hallo, it's me. Vielleicht bin ich sogar live. Ich sehe mich. Jawohl, ich bin live und da kommen tatsächlich schon Zuschauer. Yay, hallo, hallo. Ich kann das, glaube ich, gar nicht mehr. Ich bin schon ewig nicht mehr live gewesen. Hallo, hallo. Tani, Iris, Joe, hallo, hallo. Schön, dass ihr reinschaut. Ich sehe keinen Chat hier, das ist nicht schön. Bist du? Ja, ich bin live, hoffe ich. Soll funktionieren. Vanessa, hallo zusammen. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Wir warten noch einen ganz kleinen Moment. Alter, ich war ja ewig nicht live hier, ne? Unglaublich. Aber es funktioniert noch. Ich freue mich. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin's. Zusammen mit einem großen Haufen Hasenparty-Geschenke. Yay! Und schon wieder ohne Hasenohren, ne? Irgendwie sind unsere Hasenohren weg. Meine Hasenohren sind weg. Ich weiß nicht, wo die sind. Facebook hat mir nicht mal Bescheid gesagt. Mir auch nicht. Also, wenn ich die Benachrichtigung anklicke, stand das da. Aber, ja, ich war so lange nicht auf Facebook. Die haben gar nicht geglaubt, dass ich wiederkomme. Hä? Daran liegt's. Aber hier, ich bin wieder hier in meinem Facebook-Seite. Schön, dass ihr da seid. Hallo Christina, schön, dass du reinschaust. Ja, herzlich willkommen. Hasenparty am Start, ich freue mich sehr. Wir sind ja echt früh dieses Jahr. Es liegt daran, dass ich beruflich unterwegs bin ab nächster Woche und die Hasenparty vor Ostern sonst ein bisschen schwierig wird. Darum werde ich ganz gemütlich morgen die Hasenparty-Geschenke zur Post bringen. Ich habe tatsächlich morgen nicht mal Zeit, die hier abholen zu lassen, aber ich bringe sie einfach zur Post. Und dann soll das ganz entspannt vor Ostern bei euch ankommen. Und ja, ich habe schon reingeguckt und ich bin wirklich gespannt, was ihr so sagt. Ich bin mega begeistert. Süße Sachen dabei, aber wie immer starten wir unsere Hasenparty natürlich mit einer Geschichte. Und bevor ich mit der Geschichte anfange, bevor ich das ganz vergesse, sage ich natürlich auch wieder ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an mein Osterhasi-Wichtel-Helfer-Mäuschen, die mir jedes Jahr hilft. Vielen lieben Dank. Ja, wir starten mit unserer Ostergeschichte, damit wir ein bisschen in Osterwallung kommen. Jetzt, wo das Wetter draußen ja auch wieder ein bisschen netter wird und man den Schneeschieber wieder in den Keller stellen kann, könnte es ja auch mal langsam losgehen mit Ostern. Und dementsprechend geht es hier auch los mit Ostern, mit Honey und Holly. Honey und Holly, die beiden Hasen, waren 2 Tage vor Ostern immer noch im Bett, weil ihr Wecker nicht geklingelt hat. Als Honey aufwachte, schaute sie auf den Wecker, erschrak und rief: "Oh nein! Wir haben nur noch 2 Tage Zeit, um 200 Eier anzumalen, Holly." Holly war nun hellwach, sprang aus dem Bett und schrie: "Schnell, Honey, ab in die Malerwerkstatt." Sie hatten nur ein Problem. Sie hatten keine Eier. Dann meinte Honey: "Schnell in den Hühnerstall, Eier suchen." "Ja, aber schnell", antwortete Holly. Daraufhin hoppelten sie in den Hühnerstall und suchten Eier.
Als sie wieder in die Malerwerkstatt kamen, fingen sie an, die Farben zu mischen, weil sie nur Rot, Blau und Gelb hatten. Rot und Blau wird lila, oder? Rätselte Holly. Ja, ja. Wird Gelb und Blau zu schwarz? Nee. Das ergibt dann Grün. Ach so, ja. Danke. Das Anmalen der Eier machte sehr viel Spaß. Es entstanden die lustigsten und buntesten Eier, die Honey und Holly je gemalt hatten. Abends waren sie fertig und waren erleichtert, dass sie die 200 Eier alle angemalt hatten. Am Ostermorgen standen sie extra früh auf, um ihre Körbe zu packen. Holly sagte, hoffentlich haben wir jetzt alle Eier in unseren Körben. Ich habe so das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen. Honey entgegnete, beruhig dich, Holly. Wir haben sogar noch Zeit zu frühstücken. Die beiden Hasen setzten sich an den Frühstückstisch und aßen gemütlich. Danach machten sie sich auf den Weg zu den Kindern mit ihren Körben voll mit den Eiern, um diese zu verstecken. Ihr Weg führt durch einen großen Park. Auf dem Weg meint Holly, dass ihr Korb immer leichter wurde, aber sie dachte sich nichts dabei. Beim ersten Haus angekommen, hoppelten die beiden Hasen in den Garten und Holly nahm ihren Korb von den Schultern. Ah! Schrie sie. Mein Korb ist leer! Was? Rief Honey zurück und war ganz entsetzt. Wie konnte das passieren? Holly fiel es sofort ein und sagte, oh, wir haben vergessen, den Korb zu flicken. Ich wusste doch, dass da was war. Wir müssen die Eier wieder einsammeln, bevor die Kinder kommen, antwortete Honey. Die beiden drehten sich um ihre Eier wiederzuholen. Im großen Park angekommen, machten sie große Augen. Denn die Kinder suchten schon die verlorenen Eier der beiden Hasen auf. Honey meinte, guck mal, wie viel Spaß die Kinder haben. Das ist so toll anzusehen. Ja, antwortete Holly. Die Kinder hüpfen von einer Ecke zur anderen. Als die Kinder den Park verließen, hoppelten auch Honey und Holly nach Hause. Auf dem Weg verteilten sie noch die restlichen Eier bei den Familien. Zu Hause angekommen, sagte Honey, das ist ja wohl noch mal alles gut gegangen. Die Kinder hatten so viel Spaß. Was hältst du davon, wenn wir nächstes Jahr wieder Eier im Park verteilen? Holly entgegnete, das ist eine super Idee. So machen wir das. Dann brauchen wir den Korb auch nicht reparieren. Beide mussten laut lachen und fielen sich in die Arme. Honey und Holly freuten sich schon auf das nächste Osterfest. Wieso bin ich jetzt so leise? Ich weiß es nicht. Bin ich leise? Bin ich leiser als sonst? Ich bin eigentlich die ganze Zeit gleich laut. Hört ihr mich? Hallo, hallo? Dani findet, ich bin leise. Ich sag dann jetzt einfach nichts, dann bin ich auch leise, ne? Nö, bist du nicht, sagt Iris. Ja, ja, hier ist alles gut. Ich höre dich super. Okay. Dann ist es vielleicht ein Problem bei Dani und nicht bei mir, hoffentlich. Also nicht, dass ich mir für Dani ein Problem wünsche, aber schwierig wäre es, wenn ihr mich nicht mehr hört. Ich höre dich super. Okay. Ja, perfekt. Also, nicht so viel Stress machen mit der Eier, ne? Auch ein bisschen Improvisation macht Kindern Spaß. So. Dann starten wir mal. Und wir starten mit einer Merry Christmas-Tüte. Beim Weihnachtswichteln hat eine Teilnehmerin mitgemacht, die auch jetzt beim Osterwichteln dabei ist und wollte mir nach dem Weihnachtswichteln immer noch ein Dankeschön zukommen lassen, konnte das aber aus gesundheitlichen Gründen nicht und ja, dann war ich nicht da und konnte das nicht in Empfang nehmen und dann hat das alles nicht gepasst und ja, jetzt ist es da, hier. Insofern freue ich mich jetzt einfach über ein Weihnachtswichtel. Wir haben hier eine Gebäckdose. Nein, ich habe die nicht aufgegessen, die waren tatsächlich leer. Aber immerhin rosa und mit Wichteln. Das zieht sich hier nämlich total durch. Hier gibt es nämlich noch ein paar Wichtel. Und noch ein Wichtel. Und
Ein Weihnachtshaus. Nee, also nicht so richtig Weihnachtshaus, aber lerne vom Gestern, lebe heute und vertraue auf morgen. Sehr schön. Da freue ich mich. Das kann man nämlich auch unterjährig in die Bude stellen. Und die Wichtel warten dann jetzt auf Weihnachten. Und die Keksdose wartet gleich mit auf Weihnachten, damit die voll gemacht wird. Vielen lieben Dank für das nachträgliche Weihnachtspräsent. Weihnachten zu Ostern statt Christmas in July. Das stimmt. Waren meine Lauscher. Alles gut, kein Problem. Hauptsache, du hörst uns noch. So, und dem nicht genug, gab es dann von ihr auch gleich das nächste Goodie zu Ostern. Zusammen mit einer Karte gab es für mich auch ein Dankeschön für Ostern, diesmal in einer Ostertüte. Und zwar gibt es hier hausgemachte Nudeln, mittlere Mühle Holz Gerlingen für Christiane, ein lieber Gruß von der Schwäbischen Alb mit Spätzle. Guten Appetit. Da bin ich sehr gespannt drauf. Spätzle wird ja meine neue Leibspeise, seitdem mein halbes Team aus Baden-Württemberg kommt. Und wir haben hier. Ich hoffe, das ist ernsthaft richtig so. Ich muss auch mal einmal hier reingucken. Doch, das ist richtig so. Dekoartikel in Rosa. Schmetterlinge. Noch mehr Schmetterlinge. So könnt ihr sie sehen. Die sind so zum Anklippen. Kennt ihr bestimmt, ne? Und Blümchen in Holz, so Holzstreuartikel. Dann gibt es Frühlingsschokolade, Joghurt, Beerenmix und Hasi in Rosa, natürlich. Und ein Häschen auf einem Holzstück. Weiß nur nicht, ob der da dran war. Ein Schmetterling, vermutlich zum Hinhängen. Ich muss nochmal ablegen hier. Es gibt hier noch Naschkram. Es gibt Geschenkband in Rosa. Da hat jemand alles rosa aufgekauft, was es gibt, ehrlich. Dann haben wir hier noch ein Teelicht, ein Windlicht aus Metall, auch voll mit Hüftgold. Und noch mehr Nudeln. Und die finde ich total süß. Lass uns mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das sind nämlich, ich höre mal nicht die Werbung in die Kamera, das sind Osternudeln. Mit Hasi. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? So, mal gucken, was das. Ah, genau. Nicht die Werbung in die Kamera, sondern die Hasi-Nudeln. Da, genau, kann man sehen. Doch, Hasi-Nudeln kann man sehen. Großartig. Also, Nudeln. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen lieben Dank. Ich organisiere das hier nur. Ich muss nicht bewichtelt werden, aber ich freue mich sehr. Dankeschön. Darf ich dir das einfach mal so hier zur Verfügung stellen? Und dann haben wir hier nämlich noch. Ach so, bevor ich es vergesse. Einen muss ich leider zuhalten, weil der Absender da drauf steht. Ich habe Geschenk gekriegt, Stempel, dann kannst du Karten mit der neuen Adresse machen für deinen Umzug, liebe Christiane. Fand ich super süß.
mit einem Schlüssel und einem Umzugswagen und ein paar Häusern und New Home, We're Moving oder Just Moved. Mal gucken, so kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Da unten sind Häuser. Unter meiner Hand sind auch Häuser. Hier ist noch ein Zaun und hier oben drüber der Umzugswagen. Sehr süß. Da kann ich mir ja schon mal was überlegen, wenn ich dann umgezogen bin. Dann gibt es neue Adresse mit Karte. Vielen Dank. Ich sag jetzt nicht, wer du bist, weil das soll ja noch eine Überraschung bleiben, ne? Danke. So, und dann war natürlich auch noch das richtige Präsent dabei. Das muss noch damit da rein. Genau, dankeschön. Das hier ist das Originalpräsent, was mein Haushalt wieder verlässt. Da gibt es nämlich eine Tüte, ein Körbchen und dann haben wir hier noch was Eingepacktes in Papier. Damit fangen wir auch, glaube ich, mal kurz an. Es gibt hier nämlich ein süßes Schild, auf dem steht Welcome. Für die Tür oder fürs Fenster, zum Aufhängen. Sehr, sehr süß. Vorsichtig wieder hier rein. Dann gibt es für meinen Osterwichtel auch eine Karte mit süßen Osterhasen und ein paar Frühlingsblumen und Frohe Ostern steht drauf. Die packen wir schnell wieder ein, die wollen wir ja nicht lesen, ne? Wir wollen sie nur angucken. So, dann haben wir, ich fange mal hier an, hier gibt es ein ein Schokoladenei mit so, wie nennt man die denn, ohne einen Firmennamen zu nennen, Schokodrops, Schokolinsen, vielen Dank, obendrauf. Dazu haben wir österliche Servietten mit Hasi und Hasi. Und dann gibt es hier ein Nest mit ganz viel Hasi und Hüftgold in diesem süßen Pappkörbchen zum Mitnehmen. Das packen wir hier vorsichtig mal wieder rein. Ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen noch zur Seite schieben. Ansonsten sind die Eier hinterher platt, wenn wir hier das große Ei da wieder drauflegen. Ich schiebe das mal darüber. Das müssen wir nochmal ordentlich einpacken, bevor wir das weiterschicken. Und hier haben wir ein Blümchen an einem Klemmchen. Hier gibt es aufhängbare Ostereier. Kann man die sehen? Das ist ein bisschen schwierig mit der Folie, weil die über die ganzen Eier drüber ist. Aber ich glaube, ihr könnt erkennen, die sind so mit Blümchen und Schmetterlingen dekoriert. Doch, ich glaube, das kann man erkennen. Ich muss mal warten. Hier steht mein Laptop, damit ich auch Kommentare lesen kann. Und ich habe dein Dankeschön vergessen, ins Paket zu packen. Ich, Hongo, was ist denn bitte Hongo für ein Wort, Iris? Hör mal. Ich brauche kein Dankeschön, alles gut. Onko. Oh weia, Dani schreibt, süß, Birgit. Huhu, schön, dass du reinschaust. So, dann haben wir hier auch Nudeln der bekannten Marke, wie wir sie gerade schon angeschaut haben. Hier gibt es Schmetterlinge zum Dekorieren. Und hier gibt es Holzhängerchen als Osterhase.
auch zum Dekorieren. Und eben diese tolle Tüte. Blumenduft weht um die Nase. Liebe Grüße vom um die Nasen. Liebe Grüße vom Osterhasen. Und dann reimt sich das auch, ne? Wenn man richtig liest, dann reimt sich das auch. Sehr schön. Und weißt du, was mir bei der Gelegenheit gerade einfällt? Wir haben ja nicht immer, also wir haben ja mal gesagt, von wem es ist, aber nicht für wen es ist. Also kann ich ja der wohl sagen, von wem es ist. Ich bin schon ganz außer Übung hier. Also, offiziell verraten, liebe Jasmin, hier ist dein Osterwichtel, heile bei mir angekommen, ausgepackt, gezeigt. Vielen, vielen Dank für deine beiden tollen Tütchen zu Weihnachten und zu Ostern an mich. Und dies hier habe ich jetzt ungenascht wieder verpackt und das geht morgen auf die Reise zum Bestimmungsort. Genau. Und da sind wir nämlich dabei. Kuckuck, ihr Hasen. Kuckuck, Scholzi. Hallo, schön, dass du reinschaust. Da sind wir nämlich dabei. Wie immer machen wir es genau so, dass ich am Ende der Hasenparty verrate, wer das hier bekommt. Dass das noch eine Überraschung bleiben kann, wenn ihr euch überraschen lassen möchtet. Ich gebe noch mal einen Hinweis, bevor ich auflöse, dass ihr abschalten könnt. Ihr verpasst dann auch nichts mehr, weil dann geht der Stream nur noch 2 Minuten, weil ich das einmal vorlese. Wenn ihr euch also überraschen lassen möchtet bis Ostern, dann schaltet ihr einfach an besagter Stelle ab. Wenn ihr heute schon wissen möchtet, wer euch beschenkt, dann bleibt einfach dran. Oder wohin euer Geschenk geht, ist ja die andere Variante. Dann bleibt dran. Das erzähle ich nachher. Also hier das Geschenk von Jasmin. Schönen Abend, Joe. Dir auch. Ja. Verstehe. Dann ist das Geschenk von Vanessa. Sehr schön. Verstanden. So, dann nehmen wir den Umschlag mal raus. Vanessa hat nämlich ihre Ohren und ihre Augen ganz weit offen gehabt und hat herausgefunden, wen sie bewichtelt. Nein, wen sie behaast. Wie heißt denn das? Behaast. Wem sie ein Präsent machen darf. Die Augen und die Ohren ganz groß waren. Und auf einmal war es bekannt. Deswegen ist dieses Geschenk etwas mehr personalisiert. Und deswegen müssen wir jetzt gleich mal ein bisschen aufpassen, wie wir das machen, damit diejenige sich vielleicht überraschen lassen kann. Wir gucken mal. Beschenkt, schreibt Vanessa, genau. Hier ist eine Karte. Den Briefumschlag dazu zeige ich jetzt nicht, weil da steht nämlich drauf, für wen es ist. Auf jeden Fall ist das hier die Karte, die Vanessa gebastelt hat. Und dann hat Vanessa ein süßes Tütchen. Hier kommt ein kleines Ostergeschenk. Tada! Ist das nicht niedlich? Hasi hier on Tour. Das finde ich todsüß, wirklich. Sehr, sehr, sehr süß. Und dann haben wir hier Hüftgold. Und dann haben wir hier, und jetzt müssen wir mal eben, Entschuldigung. So. Ich halte das so in die Kamera. Ups. Oh Gott, Hasi ist abgestürzt. Ich halte das mal so in die Kamera, weil so ist das noch free. Hier hinten ist es personalisiert. Deswegen zeige ich es noch nicht. Genau, eine sublimiert habe ich gerade gelernt. Das ist also nicht aufgeklebt, sondern eingebrannt. Eine sublimierte Tasse. Vanessa, korrigiere mich, wenn das falsch ist. Mit Kaffee. Hier gibt es ganz viel Kaffee. Fein, cremig, 2 in 1 mit Milch. Also wer sich jetzt angesprochen fühlt, weil er Kaffee mit Milch trinkt, der könnte sich vielleicht schon mal freuen. Und dann gibt es hier auch noch einen Schlüsselanhänger.
Hier steht Liebe auf vier Pfoten. Das ist richtig, sehr gut. Guck mal, ich habe echt gelernt hier. Sublimation. Also, einen Schlüsselanhänger gibt es noch dazu. Auf der anderen Seite auch personalisiert. Ich stelle mal dies hier aus dem Bildschirm und dann machen wir mal das hier zu. Das hat auch noch eine kleine Pfote. Sehr süß, oder? Ich finde das süß. Was man denn alles mit so einem Plotter anstellen kann. Wahnsinn. Also, eine Tasse personalisiert mit Hasi und einer tollen Tüte und einem Schlüsselanhänger und Dekomaterial, das ich jetzt nicht raushole, damit ich mir die Bude nicht versau. Stecken wir hier schnell wieder. Entschuldigung, machen wir Offcam. Schwuppi. So, da drin ist sie. Und die, das auch. Das auch. Hier haben wir noch Servietten mit Katzen, wer Weihnachten aufgepasst hat. Das ist ein heißer, heißer Tipp. Katzen sind ein heißer, heißer Tipp. Auch alle dabei, ne? Schwarz, weiß, rot. Sehr gut. Ein echter Katzenfan. So. Schwupp. Und die Karte. Schwupp. Und ich verrate nicht für wen. Später dann. Aber die liebe Vanessa hat eine zweite Tüte gepackt und da steht auch ein Name drauf. Und das braucht kein Geheimnis mehr zu sein. Da steht nämlich mein Name drauf. Und diese Tüte hier ist mindestens genauso niedlich. Das muss hier ab. So. Hier ist nämlich Pasi, frohe Ostern. Großartig, oder? Ich finde das total süß. Das aber ist aufgeklebt. Das ist Folie. Dann ist das einfach beplottet. Wenn ich jetzt im Fachjargon richtig bin. Erst die Karte. Frohe Ostern, da ist Hasi. Schau mal. Mit Frohe Ostern. Sehr, sehr süß. Vielen, vielen Dank. Und Hüftbeutel. Wenn ich hier wiederkomme, ne, dann ist hier 17.000 Kalorien vernichten angesagt. Habe ich eigentlich hier irgendwas? Ach nee, das ist im Bildschirm irgendwo ein Herzchen. Sehr süß. Siehst du das da? Auf meiner Schulter? Im Bildschirm noch von. Jetzt ist er. Dankeschön. Sabine Breuer kommt zu uns ins Live. Der Chat rutscht ein hoch und mein Problem auf der Schulter ist weg. Vielen Dank, liebe Sabine. Ich freue mich. Also, Hasi gibt es. Und. Ist die nicht niedlich? So eine Hasendose. Man kann auch schnuppern an der Hasendose. Da ist nämlich Tee drin. Ich mache die jetzt aber nicht auf. Da ist noch so ein schöner Deckel drauf. Und Hasi in der Dose. Also zuckersüß, oder? Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Die Deko baue ich dann auch erst auf, wenn Hasi an den Start kommt. Jetzt muss Hasi noch ein bisschen in der Tüte warten. Da haben wir noch nicht Ostern. So, dann haben wir. Die nächste kreative Dame, das ist nämlich Nadine. Nadine hat, so gehört es, eine Kerze auf einem Holzpodest, Spicy Vanilla. Ich finde, das riecht schon gut. Spicy Vanilla, sehr schön. Dazu haben wir hier. Für dich, ach so, ich glaube, für dich war in dem Fall nicht für dich, sondern für mich. Ich guck noch mal. Yes. Für dich war nicht für dich, sondern für mich. Von der lieben Nadine. Für dich. Also für mich. Mit einem lieben Dank für die Organisation. Und frohe Ostern. Ein Aufsteller. Und.
Tiere in Herzform. Sehr süß, ne? Vielen lieben Dank, Antin. So, also, Kerze ist nicht für mich, aber Süßigkeiten waren für mich. Schwupp. Und neben der Kerze gibt es hier... Könnt ihr das lesen? Muss mal warten hier. Ob man, wenn ich das hier so in die Kamera halte, wer das lesen könnt. Hashtag rein Tutings. Ja, es ist spiegelverkehrt, ich habe es befürchtet. Also Hashtag rein Tutings haben wir hier. Und hier drin gibt es was Verpacktes. Nämlich, oh, rück die Tasse raus. Dankeschön. So. Eine Tasse. Coffee makes everything possible. Vermutlich für einen Kaffeeliebhaber. Und innen drin haben wir auch hier Kaffee, ach guck, 2 in 1. Könnte ein Hinweis sein. Oder auch nicht, wer weiß. Vielleicht trinken wir hier alle Kaffee mit Milch. Hier gibt es auch ein Hasi. Und Traditionsmarzipan-Ei von Centis. Guck einer an. Keine Werbung, ich habe das nicht gekauft, ich habe das nicht bezahlt und das bleibt auch nicht hier. Wie geil ist der Name denn? Ja, ist heiß gepresst. Ah, siehst du, man lernt hier noch Reintudings, so cool. Davon hat man immer zu wenig von Reintudingsen. Genau, Birgit, du sagst es. So, und dann haben wir hier auch noch ein kleines Kärtchen mit Frohe Ostern. Gehört einfach hier dazu. Die Süßigkeiten wieder rein. Damit es nicht heißt, dass ich behalte das hier oder so, ne? So. Wir werden das wieder herzlich in Luftpolsterfolie verpacken. Und dies hier gleich dazu. Und dann kommt das in das Reintudings und in den Karton. Da wartest du aber bitte noch mal mit, da muss ich dir gleich noch was zu sagen. Da müssen wir noch neue Luftpolsterfolie suchen. So, dann haben wir das nächste. Und hier haben wir eine selbstgebastelte Tüte. Könnt ihr sehen, steht drauf für dich. Und eine Karte für den Hasenparty-Partner. Ich bin's nicht, ich gucke trotzdem rein. Eine Hasenparty-Karte. Handmade with love. Steht hinten drauf. Und vorne drauf, zum Osterfest ein lieber Gruß. Sehr schön. Kommt gleich da wieder rein. Und hier haben wir auf der einen Seite ein bisschen Hüftgold. Und dann haben wir zwei Hasis im Karton mit Deckel unten drunter. Sollen wir reingucken? Ja, ne? Wir gucken hier in alles rein. Ist doch nicht so, dass ich das nicht schon getan hätte. So, hier drin befindet sich nämlich das hier. Oha. Du müsstest noch weiter darüber. Ja. Nee. Was ist denn mit dem Fuß passiert? Hat der nachgegeben? Ja. Oh. Ja, ich hoffe. Und sonst gehe ich mit. Wenn es noch schiefer wird.
Nicht schlimm. Ich krieg das hin. Ich sitze noch normal. Es war nur die Kamera. Entschuldigung. So, wir haben hier einen Hasen. Hasen. Mit Schleife und Herzchen. Unten drunter auch Handmade with Love. Ein Hasi. Und weil es so schön ist, nehmen wir so Hasi, muss mal weiter hierher, damit man Hasi auch sieht. So. Und weil das so schön ist, haben wir hier noch ein Hasi. Hasi. Diesmal mit einem roten Herzchen. Süß. Zwei süße kleine Hasendekos. Sehr schön. Wir packen die hier wieder schön ein. Wir haben das frohe Ostern bitte da wieder dran. Und stecken es wieder in unsere Boxen. Vielen lieben Dank. Habe ich eigentlich schon gesagt, von wem das ist? Nein, habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Ne? Das hier ist von Iris. Vielen lieben Dank. Ich kann nichts lesen. Bitteschön. Rein tut Dings, genau. Total goldig. Ja, das finde ich auch. Finde ich mega süß. Vielen, vielen Dank, liebe Iris. So, dann haben wir hier das nächste von Anja. Anja hat zwei Kisten mit Hüftgold gewerkelt. Ich packe eine aus, die sind tatsächlich identisch. Und eine ist für mich. Ha. Hat sie mir nämlich dann lieberweise schon geschrieben. Vielen, vielen Dank, liebe Anja. Ich freue mich sehr. Und man kann nämlich durch diese hübschen Lochmuster schon sehen, dass wir hier einen Haufen Süßigkeiten. Juhu, Ostern kann kommen. Ich habe mir tatsächlich dieses Jahr noch gar nichts gekauft. Ich habe das ja schon geahnt und befürchtet. Weihnachten habt ihr mich schon so überhäuft mit Süßigkeiten. Da esse ich immer noch dran. So, eine Karte für Christiane. Frohe Ostern. Vielen Dank, liebe Anja, auch an dich. Frohe Ostern. Kommt gleich mit zu den Süßigkeiten. Und dann ist hier die Süßigkeiten-Tüte oder Tasche für den Wichtelpartner mit einer Karte. Frohe Ostern, weit und breit und eine schöne Frühlingszeit. Auch sehr süß gemacht, ne? Mit diesem Streifen im Hintergrund und Tulpen davor. Tulpen gibt es ja tatsächlich schon, ne? Da kann das ja auch echt bald losgehen hier mit Frühling, finde ich. So, Karte. Dann haben wir hier, manchmal ist das Produktivste, eine kleine Pause. Eine Tüte, die kann man hier oben so schön aufmachen. Und hier drin verbirgt sich ein kleines Schätzchen. Denn hier drin ist ein Stamping-Up-Produkt. Und zwar Karten und Umschläge, Erinnerungen und mehr Land und Liebe. Wer sich da noch an unser Set erinnern kann, was wir da hatten mit der Biene. Die Biene war, ich glaube, 2021. Stehend dafür, also Signature stehend für das Frühjahrsset, zu dem diese Karten eben gehören. Hat funktioniert. Schleife ist noch oben. So, und dann haben wir ein Wellness-Paket. Könnt ihr das lesen? Ich hoffe, ihr kann das, man sieht den Unterschied ein bisschen, dass man das auch lesen kann.
Zumindest konnte man das lesen, als ich das eingepackt habe. Ich warte noch eine Sekunde, bis ich mein eigenes Bild sehe. Jawohl, Wellness-Paket. So sieht es aus. Mit geprägten alten großen Buchstaben. Das ist auch echt eine schöne Idee. Warum man, nachdem solche Buchstaben schon gar nicht mehr da sind, immer noch so geile Ideen findet, zeigt ja, was das für geile Buchstaben waren, oder? Ich hätte die schon, könnte mir das schon gut vorstellen, die nochmal wieder zu begrüßen. So, ausgepackt. Wir haben hier Hallo Happy Day Zitrone Tonka. Belebt Körper, Geist und Seele Aromadusche. Wir haben Hallo Streichelhaut Cremedusche Kirschblüte Reismilch. Und wir haben Hallo Herzenswärme Cremedusche Orangenöl Feige. Und wenn man denn keinen Bock hat auf Duschen, kann man auch noch baden gehen. Hier gibt es nämlich noch TTZ Sinnensalze Zeit für dich. Eine Auszeit genießen und sich treiben lassen. Entspannendes Pflegebad, Hibiskus, Blüten und weiter Tee. Weißer Tee. Und unten drunter steht ganz passend, bitte nicht stören. Ne? Sehr niedlich. Und hier haben wir TTZ Fest der Sinne, deine Kuschelzeit. Winterliches Pflegebad mit fruchtig-würzigem Duft. Fruchtpunsch-Aroma mit Glitzereffekt. Hätte nicht oben drüber TTZ gestanden, hätte ich gedacht, man könnte das verbasteln. Aber Fruchtpunsch-Aroma mit Glitzereffekt in der Badewanne ist auch spannend, oder? Gut, dass ich keine habe. Aber da ist auch so eine Zimtstange. Wäre eh rum. Und während man in der Badewanne liegt, kann man nämlich dann hier auch noch Hyaluron-Tuchmaske mit Duo-Hyaluronsäure, Bio-Traubenkernöl, feuchtigkeitsarme Haut. Upsa, kann man sich nur ins Gesicht machen. Also ein super Wellness-Paket, damit man ein bisschen Entspannung für sich von Anja. Habe ich das jetzt noch am Schirm? Habe ich noch am Schirm. Anja, vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen. Sehr, sehr schön und echt duftintensiv. Da weiß jeder im Haus, dass du geduscht und gebadet hast. Aber es riecht wirklich spannend. Tür wieder zu. Dann riecht es im Paket. Duftet es auch beim Empfänger noch, ne? So. Ich habe jetzt auch nur ein bisschen weggeschnüffelt. Ja. Da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen Hand anlegen. Ich hatte das schon mal versucht. Das ist das Geschenk von Christina. Ich fürchte, dem ist zwischenzeitlich ein bisschen warm geworden. Denn es hat leider das doppelseitige Klebeband nicht ganz mitgemacht. Aber ich klebe das noch mal. Kein Problem. Also, grundsätzlich habe ich das eine super, super, super schöne Idee. Und da ich weiß, für wen das ist, ist es so passend. Ich versuche mal hier, ohne dass das groß Schaden nimmt. Also es soll ein Buch sein. Ich klebe es, ich verspreche es. Ich habe es schon mal versucht, einfach wieder zusammenzudrücken, aber es hat nicht gehalten. Also ich klebe es nochmal neu, damit es dann hinterher auch schön und heile beim Empfänger ankommt. Genau, ein Buch mit ganz vielen Osterhasen. Hier gibt es noch so Osterhasen, die hier auch ein bisschen hängen. Ich vermute, damit war das Ganze ein bisschen verschlossen. Zum Osterfest ein lieber Gruß vom Osterhasen. Ich glaube, man kann das Frontbild auch ganz gut erkennen. Ich mache das einfach auf. Dann gibt es eine ganz niedliche Osterkarte mit Bling Bling. Ostergrüße drauf. Und es gibt ein Buch. Anna Woods heißt Whisper of Darkness. Aber keine Sorge, es ist deutsch. Genau.
Dämonen, Voodoo-Zauber oder gefährliche Götter haben für Elaine immer ins Reich der Märchen gehört. Doch als sie und ihre Familie nach New Orleans ziehen, muss sie schon bald erkennen, dass in der legendären Stadt unerklärliche Dinge vor sich gehen. Dunkle Gestalten suchen sie heim und ihre kleine Schwester wird plötzlich von schrecklichen Albträumen gequält. Auf der Suche nach Antworten trifft Elaine auf den mysteriösen und attraktiven Blake, der ihr das Unvorstellbare verrät. Verborgen vor aller Welt tobt ein Krieg zwischen Gut und Böse und sie soll ein Teil davon sein. Entschlossen, ihrer Schwester zu helfen, folgt sie Blake in den Untergrund New Orleans, nichts ahnend, was in der Dunkelheit wirklich erwartet. Ich stelle mir das gerade vor, Ostersonntag beim Osterbrunch liest man nebenbei noch die dunklen Mächte der Welt. Sehr gut, deswegen muss ich so lachen. Ja, also, wir haben ein Fantasy-Buch. Und ein Lesezeichen gestaltet. Da steht drauf, mal abtauchen wirkt Wunder. Das kann man mit der Geschichte bestimmt total gut. Ist das sicher zum Duschen und nicht zum Essen? Ja, genau. Du sagst es. Birgit macht noch Herzchen. Ab sofort gibt es keine Süßigkeiten mehr für dich. Ja, das, danke, Birgit. Jetzt habe ich auch erstmal 8 Monate Zeit, den ganzen Rest hier noch zu vertilgen, bevor wir wieder zum nächsten Wichteln kommen. Ne? Iris sagt, oha. Ja, genau. Also, ein Buch. Ich muss auch noch mal zeigen. Es ist ja sehr, sehr ärgerlich, dass der Kleber hier nachgegeben hat. Aber ihr stellt euch da, ihr seid alle Basteltanten. Ihr stellt euch das vor. Hier gibt es sogar, das Buch liegt noch auf Ostergras. Ich halte das nochmal hier so zusammen. Na, ihr seht, nur hier an der Ecke hat da leider das doppelseitige Klebeband nachgegeben. Das fixe ich nochmal. Genau. Und so gehört das Buch hier rein. Nicht vergessen. Und das Buch wieder schließen. Mega süße Idee. Und jetzt darf ich auch noch verraten, von wem die Idee kommt. Die Idee kommt, ja, hatte ich recht, von Christina. Liebe Christina, vielen, vielen Dank. Das ist total toll. Ich flick das mit deinem Einverständnis noch ein ganz kleines bisschen und schicke es dann weiter zu deinem Hassi-Partner. Da war es wohl ein bisschen kalt-warm. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn man klebt. Und ist aber eigentlich keins, weil wir können das alle gut retten hier. Ich tue das für dich. So, ganz vorsichtig darüber. Und dann klicken wir das gleich noch einmal. Und wir kommen zum nächsten. Das ist das Hasi-Wichtel-Geschenk von der lieben Caroline. Und hier haben wir Carolins Karte. Frohe Ostern. Sieht so ein bisschen aus wie gesprayt. An der Wand, so mit diesen offenen Buchstaben. Seht ihr das? Ganz süß. Mit Hasi und Möhre und los geht's. Sehr schön. Dazu gibt es hier, einfach weil natürlicher Tee natürlich lecker ist, Yasashi Bio-Tee, süße Beeren und Holunderblüten, ein Beutel. Yasashi ist das japanische Wort für einfach. Warum wir unsere Tees Yasashi nennen? Weil wir finden, dass einfach das neue Meer ist. Na dann. Also einmal süße Beeren und Holunderblüte. Dann gibt es hier Chateau Pur, Hüftgold. Was ist denn pur? Pure Schokolade. Ja, sehr gut. Also auch gleich ein paar. Das Verhältnis ist total gut, ne? Ein Tässchen Tee und ganz viel Schokolade. Das ist gut. Dann haben wir Kerzen, Duft, Teelichte, Duftrichtung Vanille, 9 Stunden, richtig cool, so große Teelichter mit Vanilleduft. Es gibt ein Schild,
Sei frech und wild und wunderbar. Ihr seht, das ist so ein bisschen in Gold. Und dann halte ich euch das mal so, dass ihr das auch lesen könnt. Und dann haben wir, wenn einem mit Tee und Schokolade und Kerze noch was in den Kopf kommt, seht ihr, ja, ne? Mit Stift und einem Notizbuch. Ich habe schon mal einmal reingespickt. Es ist liniert. Genau, da kann man dann Gedanken, Tagebuch, Notizen, Einkaufszettel, To-Do-Listen, alles, was dir in den Kopf kommt, auch noch verpacken. So. Das schieben wir wieder zur Seite. Vielen lieben Dank. So war der Satz, Karin. So, jetzt trinke ich ganz kurz mal einen Schluck. Ein Buch im Buch, starke Idee, genau. Eine tolle Verpackungsidee, jawohl. Das stimmt. So, dann geht's weiter mit Angelika. Angelika hat auch ein Täschchen gebastelt. Mal gucken, dass ich das hier irgendwie. Ich packe es erst aus, es ist sehr schwer. Ich zeige euch das Täschchen dann hinterher nochmal in der Kamera. Hier gibt es noch ein kleines Kärtchen für mich mit einem kleinen Gruß für mich. Mit Hasi drauf. Kann man das überhaupt sehen? Hier, so Hasi drauf. Jetzt seht ihr das. Und es gibt Danke. Die ist vermutlich auch für mich, weil es gibt sie zweimal. Aber ich glaube, ich habe Angelika schon gesehen. Also sollte ich mich täuschen, sag gerne nochmal Bescheid. Da ist nämlich Hüftgold drin. Was ich ja immer nur ungerne hergebe, weil also ich habe davon ja so viel nicht. Aber ich möchte auch nichts zu Unrecht behalten. Also genau, vielen lieben Dank, Angelika. Und dann gucken wir mal weiter hier rein. Hier gibt es nochmal Hasi. Einen Gruß, genau, einen kleinen Gruß für den Hasenpartner. Und dann, oh ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier. Also, wir haben ein Fingerschwämmchen. Ein Fingerschwämmchen. Stellen wir hier hin. Dann haben wir Make It Happen. Ein vielleicht für die nächsten Bastelprojekte. Ideen aufschreib, To-Do-Liste, Planer, Einkaufszettel, Abreiß. Ihr wisst es schon. Dann haben wir, ach so, hier sind auch zwei. Dann gehe ich ja auch davon aus, dass eins für mich ist und eins hier drin bleibt, oder? War doch so. Hasi. Hasi. Die ist für dich. Lass sie dir schmecken. Dankeschön, Angelika. Hatte ich das doch richtig interpretiert. Also zwei Hasis. Einer bleibt hier und einer rutscht zur Schokolade. Vielen, vielen Dank. So, weiter geht's. Hier drin gibt es eine kleine Bastelschere. Ich muss immer mich, sonst zoomt der immer mich. Ich soll mich nicht zoomen hier. Dann haben wir 7 Karten und Umschläge, 7 verschiedene Karten und passende Umschläge. Grußkartengröße. Ach so, die sind auch noch in verschiedenen Größen. Das ist ja auch praktisch. Hier schon fertig. Damit keiner sagen kann, ich hatte keine Zeit, eine Karte zu basteln. Schon fertig. Muss nur noch dekoriert werden. Ach so, dekoriert kann man dann hier. Wir haben, steht leider nicht drauf, aber so gefühlt 10 Blatt geprägtes Papier. So, und jetzt habe ich das Problem, weil das alles in der Plastikfolie ist. Ne? Ihr habt nichts dagegen, dass wir das uns angucken, oder? Wir packen das aus.
weil wir wollen uns das anschauen. Dafür machen wir das ja hier alles. So, jetzt kann man das, glaube ich, etwas besser sehen. Ich würde sagen, Jade vielleicht. Vielleicht auch einfach keine SU-Farben. Könnte auch sein. Also es sieht aus wie Jade. Naja, nein. Es sind auf jeden Fall keine SU-Farben. Ich lasse den Vergleich einfach. Ich zeige euch die Farben. Und es sind einfach unterschiedlich verschieden geprägt. Hier gibt es zum Beispiel zwei mit Streifen. Hier gibt es zwei mit einem, ich weiß nicht, ein M? Ein Muster. Ich höre einfach auch auf, das zu vergleichen. Also auch zwei, einmal hell, einmal dunkel. Auch hier so ein Punktemuster. Vielleicht kann man das auf weiß auch besser sehen. Nee, kann man einfach gar nicht sehen. Oh weia! Also, Punkte. Dann gibt es hier in derselben Farbkombi nochmal andere. Ah ja, genau, andere Punkte. Entschuldigung. Das kann man echt einfach nicht sehen, tut mir leid. Hier gibt es etwas größere Flecken. Ah, da, jetzt aber. Ich muss einfach hier, so, da kann man es dann sehen. Mit dem Arm ganz über den Tisch kann man die Prägung sehen. Genau, also geprägte Papiere. Was habe ich denn hier? Schon die Schokolade, obwohl ich nichts gegessen habe. Das ist ja merkwürdig. Das tun wir da gleich bitte wieder rein. Dann haben wir hier auch noch mal was Kleines zum Mümmeln. Mit Hasi an der Seite. Auch hier gerade selbes System wie bei mir. Kann man schön abziehen. Und da drin befindet sich einfach Hüftgold. So, vorsichtig wieder zu. Die nimmt kein Ende, die Tüte hier. Das ist so ein Ding ohne Boden oder sowas. Hier gibt es 8 Kraftcards and 8 Kraft-Envelopes. Also Karten und Umschläge in Kraftpapier. Von der Größe her sind wir bei 8x13x13. Das ist auch ein süßes Format. Und dann haben wir hier Cutting Dies. Embroidery. Ich lasse das einfach. Ein Prägeformen-Set würde ich es mal nennen. Mit Metallprägungen. So könnt ihr das sehen. Ne? So mit Blumenmuster und mit Schnörkelmuster. Könnt ihr sehen, ne? Genau. Und wir haben hier. War das letzte. Doch, kein Fass ohne Boden hier. Mini-Klamotten-Klammern. Also zumindest, wenn man das hier übersetzt. Mini-Wäscheklammern. Klamotten-Klammern. In Blautönen. Und jetzt ist sie leer, jetzt können wir sie uns tatsächlich auch mal angucken, weil ich sie ordentlich hochheben kann. Eine Tüte. Süß gearbeitet. Sehr schön. So, damit mein Helferlein hier nicht schläft, machen wir hier einfach so den hier. Vielen, vielen Dank, liebe Angelika. Angelika. Angelika, ich hatte recht. Angelika, ich bin noch nicht ganz verpeilt heute. Wunderbar. So, und dann haben wir hier, jetzt mache ich auch den mal eben kurz hier ab. Das ist mein nächstes wichtiges Geschenk. Das kommt von der lieben Birgit. Und ich war ja in die Tasche schon verliebt, ne? Guck mal hier. So mit so einem Pommel unten dran. Großartig, oder? Hasi mit Pommel. Auf der anderen Seite ist auch Hasi ohne Pommel. Also müsste ja theoretisch das vorne sein. Und mit Pommel ist dann hinten. Ne? Sehr, sehr süß. Ich mag die Tasche. Und den Inhalt
Mach ich auch. Wir haben ein Hippie-Täschchen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein genähtes, süß-buntes. Ich glaube, ich muss das nochmal so ein bisschen drehen. Dann versteht man vielleicht, was ich mit Hippie meine, weil es ist echt süß-bunt. Muster, Farben, Wahnsinn, Worte. Hier hat es einen Henkel. Boah, wenn ich es jetzt noch mehr kippe, ist der Inhalt gleich sauer. Hier hat es einen Henkel. Und wollen wir reingucken? Ja, natürlich gucken wir rein. Ne? Wir gucken in alles rein. Es hat auch einfach einen total süßen Reißverschluss. Hör mal. Ich muss das nochmal zumachen. Also, guckt euch mal diesen bunten Reißverschluss hier in der Mitte an. So, da seht ihr das. Einfach bunt. Ist das nicht süß? Das ist der Kracher, ehrlich. Mit Reißverschluss in Regenbogenfarben. Und innen drin haben wir natürlich eine Karte. Zum Osterfest einen lieben Gruß, ein lieber Gruß. Birgit sagt, klasse, sowas liebe ich, man kann nie genug notieren. Das stimmt. Gerade in der heutigen Zeit, was zwischendurch einfach zugerufen wird, muss auf dem Zettel, ansonsten ist das gleich da rein und da wieder raus, irgendwie gefühlt. Und hier ist... ein Osternest mit ganz viel und noch mehr und noch mehr und ganz viele. Ich lasse sie drin. Ich verspreche es. Ich mache es einfach wieder zu. Super, super schön. So schön bunt. Sehr, sehr schön. Und alle gewollten Farben, die dem Hasi gefallen, laut Beschreibung. Sehr gut. Ja. Mega. Also, schnell wieder rein hier. Zit. Zack. Hasi. Das kleben wir hier wieder drauf, damit wir uns dann noch wissen, wer hier was... So, und dann haben wir Hasi. Da machen wir das auch mal kurz ab. Das hier ist nämlich schon das nächste. Wir haben nämlich diesmal unser Tandem-Team vom Weihnachtswichteln. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe euch beim Weihnachtswichteln einen ganz, ganz süßen Kreativraum zeigen dürfen. Leider nur auf meinem Tablet, weil die Post so blöd war und das Paket hier nicht abgeliefert hat. Aber nach unserem Wichteln war dann auch alles gut. Es ist hier angekommen, ich habe es ausgepackt, ich habe es bestaunt, ich habe es wieder eingepackt und weitergeschickt. Und es ist auch heile bei der Empfängerin gelandet. Und die beiden haben tatsächlich dieses Mal beide mitgebracht und mitgemacht. Eins davon war gerade Birgit und dieses hier ist nämlich dann das andere von Dani. Das Team hat jetzt zwei Hasenparty-Geschenke. Ich muss es immer wichteln sagen. Das ist echt schlimm heute. Hasenparty-Geschenke gemacht und ich freue mich jetzt auch gleich das zweite vorstellen zu dürfen. Auch wieder in so einer süßen Tüte. Deswegen erzähle ich das nämlich. Weil die Tüten sich so ähnlich sind. Auch mit diesem tollen Puschel hinten dran. Und dann ist hier vorne, ohne Puschel, ne? Maso. Genau. Und hier drin ist auch wieder Dinge zum Dekorieren, die ich einfach da unten wieder reintue, damit das auch noch beim Empfänger ankommt. Oh, Entschuldigung. Und dann gibt es auch hier Lind, auch mit Kugeln. Ich zeige sie euch gleich auch nochmal. Aber die gehören in die Tüte. Und
Das hier gehört ebenfalls in die Tüte. Und auch hier war ich erschlagen von dieser handwerklichen Fertigkeit, weil ich weiß, wie lange das dauert und was, wie aufwendig das ist, das hier herzustellen. Aber ich zeige euch vorher noch die Karte. Für den Osterwichtel eine Karte mit Möhrchen. Ich muss euch einfach das Innenleben zeigen hier. Ich halte den Text zu, aber es ist einfach super niedlich gestaltet. Deswegen zeige ich euch ausnahmsweise mal das Innenleben einer Karte. Ich ja sonst auch nicht so neugierig bin, aber das ist so, wenn man da so halb reingucken kann, dann muss man einfach die Karte aufmachen. So, und dann haben wir dieses hier. Einen super niedlichen Karton, österlich bestempelt mit ganz vielen Eiern oben drauf. Den machen wir jetzt auf. Und dann mache ich persönlich die Augen zu. Denn was ich hier raushole, ist unfassbar viel Arbeit. Aber grün. Wir haben ein Lace-Tuch in einem grünen Farbverlauf. Kann man das? Also, so geht's. Ein Lace-Tuch in einem grünen Farbverlauf. Wahnsinn, ne? Man kann sich das so... Guck mal, wenn ich das einfach hier hin mache, sehe ich das gar nicht. Ach so, nee, ich sehe das immer noch in der Kamera. Ja, aber schön für sommerliche Abende, damit die Schultern nicht kalt werden. In grün. Und das ist unfassbar viel Arbeit. Und mega schön, liebe Dani. Wow, grün ist zwar nicht meine Farbe, aber Gott sei Dank, es ist ja auch nicht für mich. Ne? Also, ich packe das ganz liebevoll wieder ein. Mit Farbverlauf, der wirkt auch so schön hier. Das finde ich gut. Auch wenn grün nicht meine Farbe ist. Aber Farbverlauf ist toll. Das tun wir hier wieder rein. Machen den Deckel wieder zu. Karte. Die Süßigkeiten sind schon weg. Der Name wieder drauf. Und dann gab es noch das hier. Deswegen weiß ich nämlich, was drin ist. Weil auch da wurde mir gleich gesagt, das Paket ist unterwegs und eine von den bunten Tüten ist für mich. Und die sieht nämlich genauso aus wie die andere bunte Tüte. Vermute ich jedenfalls. Da habe ich nicht reingeguckt. Aber. Und das Osternetz von Birgit, also Birgit und Dani waren bei Lind. Und haben es sich gut gehen lassen, würde ich behaupten. Aber schön, dass ihr uns teilnehmen lasst. Jam, jam. Muss ich jetzt weitermachen? Kann ich nicht einfach? Entschuldigung. Entschuldigung. Ach, guck mal. Und schon eingesaugt. Alter. Wenn das der Osterhase sieht, ne? Ey, hör mal. Müll? Die Schokolade kommt in den Hals und nicht in den Müll. So. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ich weiß nicht, wo die Schokolade geblieben ist. Im Zweifelsfall erlebt ihr mich jetzt mit Schokoflecken. Aber meine so viel tollen. Alle meine. Vielen, vielen lieben Dank. Nicht noch mehr. Dani schreibt, haben wir ja bestimmt alle schon gelesen. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Aber gut, dass du es schreibst, Dani. Die Bommel am Ende des Tuches können als Verschluss in den Löchern dienen. Also die können da in die Löcher gesteckt werden zum Verschließen. Sehr, sehr gut. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. So. Schnell nachspülen. Hat keiner gesehen, dass wir hier... So.
Christina, my love. Schön, dass auch du mitmachst. Und wir haben so was Kleines zum Mümmeln. Einmal, zweimal. Guten Abend, Lisa. Schön, dass du reinschaust. Also, was Kleines zum Mümmeln. Da gucken wir wieder mal nur in eins, weil sie gleich sind. So, Hüfgold. Habt ihr nicht anders erwartet, ne? Ich stand ja schon draußen dran. Aber die Tasche ist einfach auch ganz süß. Ich kipp die mal aus. So, die hier kann man nämlich, wenn man hier so zieht, einfach ganz flach machen. Tasche weg. Und man kann die so zusammen. Süß, oder? Ich mag das. So, genau. Was Kleines zum Mümmeln für mich. Und was, ach so, für mich war hier was Kleines zum Mümmeln für den Hasenpartner. Es gibt auch eine Karte für mich. Auch sehr süß. Da ist nämlich hier Hasi so eingesteckt. Hier, seht ihr das? Moment. Zack. Und sehr praktisch ist nämlich, Christina hat ihre Worte auf einen Zettel geschrieben, sodass ich euch das zeigen kann. Das ist die Karte von innen. Genau, und die kann man einfach hier rüberklappen und dann die Ecke hier versenken. Sehr schön. Christina, vielen lieben Dank auch für deine Worte. Einmal für mich. Zack. Und hier, liebe Christina, du weißt ja, wir gucken uns alles an. Dementsprechend habe ich auch diesen Brief geöffnet und noch eine Karte vorgefunden. Wir lesen nicht, wir gucken nur und wissen, Hasenkarte. Sehr süß. Dann gibt es eine gewasselte Kiste mit Blumenmuster. Die kann man nur seitlich aufschieben. Und hier drin befinden sich Teelichter. Und auch die riechen. Ich habe nun, weiß noch nicht, der Duft ist beerig. Riech du mal, beerig. Mäuschen nickt, scheint beerig. Also, beerige Teelichter. Dazu gibt es Aufkleber, sind das glaube ich. 3D-Sticker, Flowers. Und Butterfly, da gibt es so, gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, so kann man das ein bisschen sehen. Die sind so 3D aufeinander geklebt und machen dann in Gänze so ein Blümchen. Und dazu haben wir hier noch ein kleines Kistchen mit Hasi. Hoppelige Grüße. Ein kleines Büroklammerchen und hier drin befindet sich Tee. Also auch hier griechische Aprikose mit Honignote. Jo, kann man auch gleich eine große Kanne machen und ordentlich Teelichter an und dann kann man schön im Gastelzimmer verschwinden, sich ein bisschen Hüftgold mitnehmen und kreativ werden. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Die Tasche ist genial. Wo finde ich die Anleitung? Christina hat keine. Ich suche mal für dich. Ich suche dir die raus. So. Das waren 11. Kleine Runde in diesem Jahr tatsächlich. Trotzdem sehr, sehr schöne Hasenwichtelpräsente, Hasenpartypräsente vom Osterhasen für den Osterhasen. Ich freue mich ja jedes Jahr wieder, dass ihr Spaß habt
da kreativ zu werden und euch ein bisschen auszutoben anhand von, naja, mal mehr, mal weniger Informationen durch euren Hasenpartner. Und ich liebe einfach Geschenke auspacken, auch wenn es nicht meine sind. Und insofern finde ich das immer einfach total schön, dass ihr Lust habt, mitmacht und auch in diesem Jahr wieder ganz, ganz tolle Hasenpräsente gezaubert habt. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wie gesagt, morgen gehen die Pakete wieder auf Reisen und sollten also in dieser Woche auch bei euch ankommen. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken oder war erst ein bisschen erleichtert, dass wir noch so viel Zeit haben bis Ostern, als es hieß, DHL streikt. Das hat sich aber ja Gott sei Dank relativ schnell wieder in Wohlgefallen aufgelöst und DHL streikt nicht mehr. Insofern sollte also, wenn ich das morgen zur Post gebracht habe, das auch zeitnah bei euch ankommen. Ich habe heute schon die Aufkleber erstellt. Ihr solltet also auch alle eine Mail bekommen von DHL mit eurer Sendungsnummer. Wenn ihr die noch vermisst, lasst es mich gern wissen. So, ihr Lieben, Zeit wird's. Ich habe hier nur noch meine Liste, wo ich euch gleich erzählen möchte, wer welches Hasenpräsent bekommt. Ansonsten sage ich einfach herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Schön, dass ihr heute Abend dabei wart. Und wenn ihr nicht wissen möchtet, wohin euer Geschenk geht, beziehungsweise von wem ihr euer Geschenk bekommt, dann ist es jetzt Zeit für euch abzuschalten. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend und tolle Ostertage. Alle, die jetzt bei mir bleiben, die möchten wissen, gehe ich jedenfalls ganz stark davon aus, was die Auflösung hinter unserer Wichtelaktion ist. Und wir warten einfach noch ein ganz paar Momente. Tatsächlich hat uns noch niemand verlassen. Ihr seid alle neugierig, ne? Vielen Dank für die super tolle Aktion. Sehr gerne, Angelika. Schön, dass du mitmachst. Ich freue mich sehr. Ja, hier geht keiner. Alle neugierig. Na dann fangen wir doch noch kurz mit der Auflösung an. Danke dir. Sehr gerne, Birgit. So, also, das Geschenk von Caroline. Tee, Kerzen, Schoki, das Schild und das Buch für die Notizen, für die To-Dos, für das Tagebuch mit dem rosa Kugelschreiber, ihr erinnert euch vielleicht, das bekommt die liebe Nadine. Dann haben wir das Geschenk von Dani, das grüne Lace-Tuch mit der Schokolade, mit den Bommeln, die man in die Löcher stecken kann, um das Tuch ein bisschen zu verschließen. Das bekommt Caroline. Dann haben wir das Geschenk von Birgit, die Kultur- oder Basteltasche mit dem Osternest innen drin. Das bekommt die liebe Anja. Dann haben wir das Geschenk von der lieben Jasmin. Jasmin habe ich ganz am Anfang ausgepackt, mit dem Wichtelgeschenk vorweg und dem Ostergeschenk für mich vorweg. Gab es dann nochmal Osterdeko und Osterschoki von der lieben Jasmin für Christina. Dann haben wir auch gleich Christina am Start, Schoki, Tee und Kerzen, das habe ich relativ zum Schluss ausgepackt. Das ist für die liebe Birgit. Dann haben wir Christina mit CH. Christina hat das Fantasy-Buch im Buch oder gewerkelt. Und dieses Fantasy-Buch im Buch geht an Vanessa. Dann haben wir Nadine. Nadine hat eine Tasse, eine Kaffee-Fan-Tasse, ihr erinnert euch, mit Kaffee drin und Schokolade und Kerze und die Tasche mit dem Reintun-Dings. Das bekommt die liebe Iris. Dann haben wir Angelikas Geschenk, die Tüte mit diesem
diese Wundertüte voll Bastelkram, nenne ich es mal liebevoll. Und das bekommt die liebe Christina mit CH. Wir haben nämlich jetzt zwei, eine mit K und eine mit CH, deswegen erwähne ich das mal gerade dazu. Genau, dann haben wir das Geschenk von der Anja, die Wellnessbox und die Bastelauszeit. Ihr erinnert euch, das Stamping-Up-Produkt und die Duschgele, die eher nach Tee-Auszeit klingen. Das bekommt die liebe Angelika. Und dann haben wir noch das letzte aufgeschriebene. Hat nichts mit dir zu tun, liebe Vanessa. Du hast die Tasse gemacht, die schon einen Empfänger hat. Genau, sublimiert mit der Katze und dem Schlüsselanhänger und den Katzenservietten. Ihr erinnert euch, von Vanessa. Auf der Rückseite der Tasse und auf dem Schlüsselanhänger stand das Wort Jasmin. Denn die liebe Jasmin hat sich bei Vanessa verraten. Jasmin, du musst doch nächstes Mal einfach nicht verraten, was du mir schreibst. Dann weiß Vanessa nicht, dass sie dich bewichteln soll, behasen soll, beschenken soll. Aber vielleicht ist so ein personalisiertes Geschenk auch einfach was Schönes und du freust dich. Genau. So, that's it. Das war die Hasenparty 2023. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich sehr, dass ihr so viel Spaß habt an dieser Aktion und wir sehen uns selbstverständlich zum Wichteln wieder. Wir starten. Jetzt muss ich kurz mal rechnen. Den November ist Bastelzeit. Mitte Oktober ungefähr mit der Anmeldung. Also haltet die Augen und die Ohren offen hier beim Stempelpalast auf dem Blog bei mir im WhatsApp-Status. Ich werde überall laut geben, wenn wir wieder starten ins Weihnachtswichteln. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Ich sage nach wie vor, bleibt gesund, habt einen schönen Frühling, einen ganz tollen Sommer und einen wunderbaren Herbst. Und wir sehen uns spätestens zum Stempelpalast Weihnachtswichteln am 3. Advent hier wieder. Tschüss!